Ich finde, das ist der Knackpunkt bei Websites wie 4chan. Dass ein User von einem einzelnen Board ausgeschlossen wird, weil der Betreiber ihn nicht mag, das ist zur Not okay. Aber den User von der gesamten Website auszuschließen, wie 4chan das tut, und zwar für immer oder auch nur für eine Woche oder 30 Tage, das sollte nur möglich sein, wenn der User wirklich das Gesetz gebrochen hat. Und so ziemlich alle Posts, die von 4chan und sonstigen Boards ausgeschlossen wurden, waren nicht gesetzeswidrig, sondern solche, die irgendjemandem nicht gefallen haben. Ich finde, die Systeme sollten da besser getrennt werden. Deswegen habe ich ja 8chan aufgebaut. Unsere Basis ist immer das individuelle Board, nicht die Website. Ich habe Gerüchte gehört, dass das auch politisch heiß werden könnte. Da müssen wir sehen, wie das weitergeht. Sie können mich nur dadurch dazu zwingen, die Struktur der Website zu verändern, wenn sie das Gesetz ändern. Ansonsten machen wir das nie. Und wenn die Veränderung zu radikal wäre, müssten wir wohl zumachen. Sonst ändern wir nichts daran.